ich bin Hannes Krochmann. Ich habe angefangen 2009, glaube ich, in Oldenburger TV. Also ich bin jetzt in die Nationalmannschaft gekommen. Die Sichtung war nach dem ersten Bundespokal. Den haben wir gewonnen mit dem Niedersachsen-Kader. Und dann gab es Einladungen und die war, glaube ich, Herbst 2014 war dann die Sichtung. Und dann kam direkt nach der Woche, die wurden wir ausgewählt, die in die Nationalmannschaft gekommen waren. Ich habe mich dann für das Internat entschieden. Und ich denke auch, das war eine richtige Entscheidung. Ist halt natürlich neue Umgebung, neue Freunde finden, neue Schule und sowas. Man musste sich auch erstmal an die Schule gewöhnen, weil da auf der Schule sind fast alle Leistungssportler und das ist halt schon was Neues. Im Internat wohnen wir alle in einem Einzelzimmer und haben auch selber ein eigenes Bad. Vorher habe ich meistens so 2 bis 3 Mal die Woche trainiert und jetzt trainiere ich 7 bis 8 Mal. Halt morgens vor der Schule und dann meistens nachmittags. Und das ist halt schon noch ein großer Unterschied. Ganz früher, als ich mit Volleyball angefangen habe und wir da so langsam Positionen angefangen haben, habe ich Außenannahme gespielt. Als wir U16 dann zur deutschen Meisterschaft gekommen sind, habe ich dann angefangen zuzuspielen. Und als ich dann aufs Internat gekommen bin, habe ich auch noch am Anfang zugespielt, aber dann eher wieder Libero gemacht, weil die da mein Talent als Libero entdeckt haben. Hab dann auch jetzt ungefähr ein halbes Jahr 2. Bundesliga Nord Libero gespielt, aber spiele halt ab und zu noch ein bisschen zu. Langfristige Ziele sind für mich so, natürlich irgendwann mal in die A-Nationalmannschaft zu kommen und vielleicht dann halt auch Olympia zu kommen. Also das wäre der größte Traum von mir. Aber später mein Volleyball, mein Geld zu verdienen, wäre eigentlich mein Hauptziel, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann.